Jetzt haben wir es wirklich ausgereizt. Das waren jetzt zwei laute Songs. Das heißt, jetzt müssen wir wirklich die Lautstärke dezent nach unten fahren. Das machen wir auch, denn wir geben jetzt die Möglichkeit für einen kleinen romantischen Moment hier auf dem Marktplatz. Ja, ja. Hier vorne kommt man sich schon näher. Und zwar ein kleiner romantischer Moment hier auf dem Marktplatz von Leipzig. Wir werden immer wieder Zeuge davon, wie im Rahmen unserer Konzerte sich Leute kennenlernen. Und manche kommen dann nach Jahren und sagen, wir haben uns da kennengelernt und waren viele Jahre glücklich zusammen. Jetzt sind wir geschieden. Wir wollen euch verklagen wegen der Kosten, die da in dem Rahmen angefallen sind. Solche Momente gibt es auch. Es gibt auch andere. Wir haben auch schöne Momente, wie zum Beispiel dieses Jahr haben wir im Eichsfeld gespielt. Auch eine sage ich mal, emotional extreme Gegend. Da hat ein Mann auf der Bühne während unseres Konzertes nach 15 Jahren seiner Frau das Du angeboten. Das sind natürlich Momente, die sich auch bei uns einbrennen, wo wir sagen, solche großen Gefühle können wir transportieren. Und das wollen wir auch jetzt tun. Und zwar, ja, wir machen das mit einem Song. Den haben wir vor 160 Jahren, glaube ich, das letzte Mal, noch vor der 860-Jahr-Feier, hier auf diesem Platz gespielt. Nur wenige werden sich noch erinnern, die meisten sind schon verstorben. Ein Song von Satchmo Louis Armstrong, What a Wonderful World. Moment, stopp, ich kann so nicht arbeiten. Das stört die Bühnendekoration. Bartlos. Haben die Bühnengetränke stehen lassen. Aber wir verzeihen das. Wir werden ja auch oft gefragt, Jungs, ihr macht das jetzt über 20 Jahre, ihr müsst es doch geschafft haben. Natürlich haben wir es geschafft. Haus, Sportwagen, Boot. Wir haben jeder einen eigenen Butler. Die hatten gestern frei, haben auch eine kleine Band, haben gestern hier gespielt. Ich weiß nicht, wer von euch da war. Aber das wollen wir jetzt nicht ausdehnen. Jetzt, wie gesagt, der Song Satchmo Louis Armstrong. Er war auch mal zu Gast in der Kongresshalle 1965, glaube ich. Oder? Ich muss mal kurz... War es 65? Erinnert sich wieder keiner. Mein Vater müsste es wissen. War 65. Mein Vater weiß es. Er war damals an der Kongresshalle ohne Eintrittskarte, hochmotiviert. Ja, es war vom Feinsten. Er hat sich durchgeschlagen durch vier Ordner. Fünf Stasi-Leute. War dann trotzdem nicht drin, aber eine schöne Nacht mit warmem Essen und ein paar Getränken. So, jetzt aber los. Die Zeit ist kurz, Freunde. What a wonderful world.